Ey, aber jetzt kommt direkt Punkt Nummer 2 und da muss ich sagen, surprise, surprise, das war vielen wahrscheinlich nicht bewusst. Haltet euch fest, falls ihr veganisch unterwegs seid, denn es geht wieder auf den Zug. Der Zug nennt sich... Hallo! Hi! Wir hoffen, euch geht's gut. Alyosha. Gordon. Vegan ist ungesund. Ihr hier vor der Linse, wir freuen uns. Wir haben ja vor einiger Zeit ein Video gemacht, 10 Dinge, von denen du nicht gedacht hättest, also sozusagen, ne, die überraschend nicht veganisch sind. Heute haben wir uns gedacht, machen wir mal 10, die euch überraschend doch vegan sind. So, die Leute sind so durchgedreht beim letzten Video, haben gesagt voll. So, wow, voll der Mehrwert und so. Deswegen heute auch. Vielleicht ist es ja auch so, dass ihr gar nicht vegan seid und jetzt denkt, fuck, ich bin ja eigentlich doch die ganze Zeit Veganer. Ja. Genau, und eine Sache, die wir das letzte Mal gemacht haben, die wir auch wieder machen werden, ist, wir werden in der ersten Stunde nach Veröffentlichung des Videos, also quasi von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, live mit kommentieren. Also eure Reaktion quasi, eure Fragen beantworten, was auch immer so los ist. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. War toll, war großartig. Toll. Ihr habt das toll gemacht. Und dieses Mal macht ihr es noch besser. Party im Puff war das. Was brauche ich? Ruhe im Puff. So. Heute geht es um die Sachen, die zufällig vegan sind. Und das ist so überraschend. Ich habe die Sachen gesehen und habe gedacht so, Halleluja, meine Güte. Wusste ich alles schon. Wir müssen natürlich Disclaimer vorweg sagen. Weder handelt es sich hier um Produkte, die wir empfehlen, weil sie gesund sind, noch handelt es sich um Marken oder Firmen, die wir unterstützenswert finden. Es geht lediglich darum zu zeigen, dass es viele Marken gibt, die überraschend doch vegan sind und vielen Menschen dann vielleicht doch den Einstieg ins vegane Leben leichter machen. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit diesem Video Marken wie Nestle oder was auch immer Unilever unterstützen wollen. Lediglich euch nochmal aufzeigen, dass es wie gesagt überraschenderweise viele Produkte gibt, die veganisch sind. So sieht es nämlich aus. Und ich würde sagen, lasst uns keine weitere Zeit verlieren und mit dem Produkt Nummer 1 starten. Wow, ja. Es ist ja, komm, willst du den Banger direkt raushauen? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass viele das schon wissen. Ja, es wissen viele, aber es ist trotzdem geil. Aber es ist trotzdem geil. Also ich weiß auch, dass viele trotzdem überrascht sind, also von vor allem Freundinnen, die nicht vegan sind und dann so denken, ach krass, Oreos sind vegan? Die Oreos? Aber sag's jetzt, was ist Nummer 1? Ja, Oreos. Nice. Oreos, das ist so krass, oder? Das ist wirklich so, ich habe immer das Gefühl, das ist so die Ausgeburt des US-amerikanischen Supersnackings. Ja. Erstmal übergeben. So, man denkt so, diese Creme, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Milch oder Creme oder Sahne oder irgendein Scheiß. Zum Beispiel auch Eier. Ja, es ist natürlich eine Mega-Chemiebombe und das ist auch überhaupt nicht gesund, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber lecker. Ist auf jeden Fall vegan, Leute. Geil, oder? Hättet ihr das gedacht? Nein. Lüg mich nicht an. Ey, aber jetzt kommt direkt Punkt Nummer 2 und da muss ich sagen, surprise, surprise, das war vielen wahrscheinlich nicht bewusst. Haltet euch fest, falls ihr veganisch unterwegs seid, denn es geht wieder auf den Zug. Der Zug nennt sich... Wie heißt das Ding nochmal? Was willst du jetzt sagen? Diese Kirschdinger. Ach so, oh, diese... Ach so, Mancherie. Mancherie mit der Piemontkirsche! Ja! Mit der Piemontkirsche. Also, ey, ganz ehrlich, wusstest du, dass vegan ist? Nein, das war wirklich überraschend. Siehst du? Ja. Siehst du? Und es geht bestimmt vielen Leuten da draußen, die sagen so, Mancherie, never. Ihr könnt wieder zuschlagen. Müsst ihr aber nicht. Nein, macht es einfach selber. Ich würde ehrlich gesagt keinem, der schon vegan lebt, empfehlen, bei irgendeinem dieser Produkte zuzuschlagen. Aber anyway, Punkt 3, auch tatsächlich überraschend. Also hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, weil ich irgendwie davon ausgegangen wäre, dass da Gelatine drin ist. Du meinst Gelatine? Triggerwarnung. Die Leute drehen durch. Skittles! 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 Nein, das glaube ich nicht. Die ist auch ein Skittles! Die sind vegan? Die Skittles sind vegan. I love Skittles! Ja, geil. Das ist wirklich gut. Was ist nochmal vegan? Die Skittles! Alte Fette! Oh Gott. Sehr gut, ey, das ist krass, das wusste ich nicht. Aber weißt du, was auch krass ist? Ja. Da kommen wir gerade beim so Süßigkeiten sind, ne? Ja. Kennst du... Ich glaube, es sind nur Süßigkeiten. Ich glaube, kein einziges Produkt von dem, was wir heute nennen, ist kein... Glaube ich, also nur mein Gefühl, aber... Doch, stimmt. Ey, Manna-Waffeln. Manna-Waffeln. Ganz ehrlich, geiles... Hätte ich auch nicht gerechnet. Aber ich habe es auch echt... Also, ich war mal in Wien. Wen juckt? Geil, habe ich gedacht, so geil. Da war ich ja noch nicht mal vegan. Da habe ich schon gesagt, geil. Und jetzt ist vegan, sag ich, doppelt geil. Magst du das? Ja, nee. Kennst du das? Ja, ich habe die früher gegessen zwischendurch. Ich fand die nie übermäßig geil, aber ich muss sagen, dass mich sowas immer positiv überrascht, weil man natürlich viele Menschen das essen und man dann so ein bisschen dieses, na übrigens, das ist vegan, wusstest du das? Und dann ist es so, Irgendwas war off. Irgendwas war, ja genau, irgendwas hat nicht nach Knochenmehl, Schlotze geschnitten. Also ich habe das rausgeschmeckt, mein Gourmet. Genau, eine weitere Sache. Wir bleiben im Bereich der Schnacks, der Süßigkeiten-Schnacks. Schnackigen Welt. Rittersport Marzipan.
der Sport. Marzipan wird mit CH ja geschrieben. Ja. Marzipan. Kommt von Macht. Macht nicht. Macht. Marzipan. Oh Gott. Grenzenlos bekloppt, kann ich nur sagen. Generell ist es ja aber so, ne? Man muss ja sagen, bei Schokolade, generell je höher der Schoko-Kakao. Kakao-Anteil ist. Das ist Kakao. Kakao. Kakao-Anteil. Yeah. Desto wahrscheinlicher ist es, dass es veganisch ist, ne? Muss man ja einfach mal sagen. So ist es. Viele, also bei Schokolade denken ja, welche Schokolade isst man denn da? Das ist die dümmste Frage, die ich in meinem Leben gehört habe. Entschuldigung. Es sind so viele Schokoladen vegan und die sind so lecker. Ja, es gibt inzwischen ja auch einfach super viele vegane Schokoladen, ne? Veganisch. Hättet ihr eigentlich mal Lust, dass wir mal so Testvideos machen? So Sachen wie, wir testen die 5 krassesten veganen Schokoladen oder wir testen veganen Käse oder wir testen. Ja, echt? Wenn, sowas. Das, habt ihr Bock darauf? Kann ich mir nicht, oder? Egal. Ey, weißt du, was auch vegan ist? Kennst du Mamba? Heißt das Mamba oder Mambo? Mambo Number 5. Mambo Number 5. Ich wusste es. Mamba, diese komischen Gummidinger. Ja, ich bin auch überlegen, so Mambo oder Mamba, aber ich glaube Mamba. Ja, ja. Ich weiß, ja, so ein bisschen weiß. Wie heißen die nochmal? Die Mauern. Aber nicht vegan. Nee, die sind nicht vegan. Deswegen aber so in die Richtung geht das ja. Das ist natürlich ein mehr. Also früher habe ich immer, wie heißt das andere, Mauern gegessen. Aber jetzt würde ich als Veganer. Mache ich aber nicht. Nee, ich auch nicht. Mir zu süß. Und dann diese Werbung von. Die mir, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen wird, als Kind immer gesehen. Diese Scheiße nimmt Drecks nimmt 2 Werbung. Ich habe die gehasst, ich weiß es nicht mehr. Aber du sagst, sie geht dir nicht aus dem Kopf? Ja, mir geht nicht aus dem Kopf, wie diese scheiß Werbung mir immer suggeriert hat, dass ich mir mal 2 nehmen sollte. Und ich als Kind immer gesagt habe, ich will aber die ganze Packung, warum soll ich mir nur 2 nehmen? Weil es sich hier um ein außerordentlich wichtiges Produkt für die Eltern handelt, wiederholt NIM 2 diese Werbeeinschaltung. Unsere Kinder. Von uns bekommen sie NIM 2. 10 lebensnotwendige Vitamine und Traubenzucker in fruchtige Bonbons verpackt. Gib dem Naschen einen Sinn. NIM 2. Ja, aber schon verfressen. Auf jeden Fall, NIM 2 sind auch vegan. Finde ich auch überraschend. Also, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist auffällig, dass es sehr viel einfach nur Süßzeug ist. Ja, Drecks-Süßzeug. Ja, das stimmt. Ey, apropos Süß-Dreckszeug, ne? Vielleicht mal was Gesundes. Achso, ich dachte, es geht um mich. Nee. Mr. Tom, kennst du das Gerät? Dieses komische, also dieses Peanut-Ding? Ja. Ich habe das früher tatsächlich ab und zu mal gegessen. Ist vegan. Aber was ist denn auch da dran? Ich meine, das sind doch nur Nüsse, oder? Ja, es kann mit Honig sein, es kann halt mit. Honig. Im Zweifel, wir haben doch aus dem letzten Video gelernt, ne? Es werden Knochen, es wird Hämoglobin, es wird der Arschpickel von irgendwelchen Tieren irgendwo in Produkte eingebaut, damit er drin ist. So, insofern, mich überrascht gar nichts mehr. Es ist ja sowieso so, du guckst manchmal auf die Produkte und denkst, warum ist hier Milchpulver drin? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Der will mich verarschen, Alter. Tatsächlich keine Süßigkeit, sondern etwas, was mich sehr überrascht, weil es, glaube ich, so ein ganz, ganz klassisches, typisches Studenten-Warmfressen ist, was man sich in die Mikrowelle ballert und aus der Dose kommt. Und zwar diese Maggi Ravioli. Natürlich dann nicht die mit Fleischfüllung, sondern ich denke mal, sind die Gemüse-Ravioli, diese ganz Standard-Dinger, ne? Again. Dass Maggi von Nestle kommt, bedeutet, wir finden die Marke scheiße und wir wollen die nicht unterstützen. Das können wir explizit so sagen. Wir haben ja sogar mal ein Video zu Nestle gemacht. Aber es ist, again, wieder sehr überraschend. Ich finde es so überraschend. Dass da nicht irgendwas drin ist. Ich hätte schwören können, auch da, dass die sagen, machen wir noch ein bisschen irgendwie ein bisschen Ochsenurin rein. Ja, irgendwas auf jeden Fall, was man irgendwann von Tier. Oder irgendwie so aus der Drüse von dem Enddarmteil. Von einer Ente. Von der, ja. Ja, wirklich? Ja. Yeah, also so einfach um den Geschmack. Und verfeinern. Aber tatsächlich, so viele Sachen, wo ich so dachte, wow, krass, einige wusste ich schon, einige nicht. Gibt es vielleicht Produkte, die wir irgendwie vergessen haben? Bei Sicherheit. Es gibt ja viel. Du? Ja, es gibt ja wo viel. Wo willst du das denn wissen? Ja, weil ich das ein bisschen recherchiert habe und es gibt noch ein paar. Nee, sag mal eine. Nein, möchte eine. Nicht. Nein, das geht nicht an. Okay. Fanta. Fanta ist vegan? Ja. Ist Cola vegan? Ja. Ist Wasser vegan? Oh, ist Sperma vegan? Ist Sperma vegan? Wie kann man so dumm sein? Ja, ist es. Diese Diskussion will ich nicht nochmal führen. Mit mir oder was? Ja. Okay, gut. Falls ihr noch irgendwelche habt, schreibt sie gerne in die Comments. Seid ihr auch so überrascht, wie wir es sind? Guckt in unsere Augen und ihr seht, die Jungs sind hin und weg. Und ich möchte gerne, dass ihr fleißig in der ersten Stunde kommentiert, ja. Und da seid mit uns, ja, zusammen. Und ansonsten wünsche ich mir Weltfrieden. Ja, auch. Aber vor allem auch einfach, dass wir mal netter zu Tieren sind. Das stimmt. Das impliziert für mich einen Weltfrieden, aber... Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, Weltfrieden ist einfach nur, dass wir keinen Krieg führen oder solche Sachen. Für mich nicht. Ja, du bist halt einfach ein vollkommenerer Mensch als ich. So, darum soll es gar nicht gehen, Ayosha. Dafür bist du schön. Ja, das ist relativ, ne? Also ich kenne dich jetzt so, dass du eigentlich von dir sagst, dass du schön bist. Das ist auch eigentlich ironisch. Nein, du bist ein schöner Mensch. Von innen.
Deine Füße sind toll. Ja, sehr schön. Leute, das war's für heute. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir küssen euch ganz zart. Wir gehen hinten durch, über euren Rücken klettert, so hinten an eurem Ohr hier, so an diesem Ohrläppchen. Also so ein bisschen wie ein Perverser in der Disco. So der Atem. Kurz vor. Spürt diesen warmen Atem. Boah. Magst du das? Boah, ja. Du merkst an meiner Reaktion, dass ich das mag. Ich kann das immer nicht einschätzen. Mag er das jetzt? Ich schreibe, da bei mir bei Tinder steht genau das. Ich mag es, wenn man mich von hinten sich von hinten anschleicht und mir warm in den Nacken haucht. Vor allem, wenn es so kalt ist morgens, weißt du, im Winter. Und dann kommt irgendjemand und macht so, so ein bisschen wie ein Gollum, Stalker-Gollum. Genau, so machen wir das. Mein Atem. Ciao. Vielen Dank für diesen Mehrwert.